Wir sehen hier den Schaltungsabbau. Oben haben wir den Funktionsgenerator. Diese Spannung vom Funktionsgenerator liegt über der ganzen Schaltung an. Über den Widerstand von 1 Kiloohm wird die Spannung für den Y-Eingang des Oszilloskops abgegriffen und Masse vom Oszilloskop liegt hier zwischen den Bauteilen und auf der anderen Seite greife ich die Spannung über der Leuchtdiode ab. Die Leuchtdiode leuchtet hier grün. Jetzt müssen wir das Signal des Y-Eingangs invertieren. Ich drücke mal hier drauf. In diesem Bereich ist die Diode gesperrt. Hier ist sie leitend. Also wenn die Spannung negativ ist, ist die Diode gesperrt. Bei positiver Spannung leitet die Diode. Und in dem Fall, wo sie leitet, leuchtet sie auch. Da diese Wechsel aber jetzt ziemlich hoch sind, sieht es so aus, als würde sie dauerhaft leuchten. Wir schauen uns nochmal die einzelnen Kanäle an. Channel 1, das ist ja der X-Channel. Da sieht das Signal so aus. Wir können es hier auch nochmal sehen. Und der zweite Kanal, der hat dieses Signal. Wir schauen uns jetzt mal beide zusammen an. Die sehen so aus. Ich schalte wieder auf XY-Betrieb um. Und wir müssen jetzt natürlich auch die Spannung hier wieder erhöhen. Wenn ich jetzt die Kennlinie mir anschauen will, wie sie geschrieben wird, verändere ich die Frequenz hier. Man sieht, jetzt flackert die Kennlinie und hier sehen wir, wie die Kennlinie durchlaufen wird. Ich kann das auch jetzt in Zeitlupe nochmal zeigen. So, jetzt sperrt die Diode und jetzt leitet die Diode. Außerdem kann man noch hin, wenn ich die Frequenz jetzt noch weiter erhöhe, dann sehen wir ein interessantes Phänomen. Das ist die Sperrschicht, die hat ja eine bestimmte Breite und wirkt wie eine Kapazität. Wenn ich noch weiter erhöhe, dann ist der Einfluss der Kapazität noch höher. Ich tausche jetzt die Leuchtdiode gegen eine Z-Diode aus. Wir sehen schon, die Z-Diode hat eine andere Kennlinie. In diesem Bereich stimmt die Z-Diode fast mit dieser Leuchtdiode überein. Aber hier hat sie so eine sogenannte bei einer 10er-Spannung, die liegt jetzt hier, das können wir auch ablesen. Wir haben ja in X-Richtung 2 Volt, also 246,2 Volt. Da hat sie ihre 10er-Spannung. Und ab hier leitet die Diode. Das ist die Rückwärtsrichtung der Diode. Z-Dioden werden auch in der Regel in diesem Bereich betrieben. Hier sperrt die Diode und hier leitet sie in Vorwärtsrichtung. Auch hier verändern wir nochmal die Frequenz, damit wir nochmal sehen können, wie die Diodenkennlinie geschrieben wird. Hier sieht man das nochmal in Zeitlupe, wie bei Änderung der Spannung die Stromstärke sich ändert. Allerdings wird hier in Y-Richtung ja eine Spannung dargestellt, die aber zu einem Strom umgerechnet werden kann. Ich erhöhe jetzt die Frequenz wieder, sodass man die Kennlinie als stehendes Bild sehen kann. Auch hier ist es wieder so, dass die Sperrschicht natürlich der PN-Übergang auch kapazitiv in Erscheinung tritt, wenn ich die Frequenz weiter erhöhe. Hier sieht man schon leicht und hier deutlich. Außerdem schauen wir uns nochmal die einzelnen Spannungen an. Am X-Eingang liegt diese Spannung, am Y-Eingang diese Spannung. Diese kleine Kurve nach unten, die entsteht durch die 10er-Spannung. Wenn ich die Amplitude jetzt verändere, sehen wir, verschwindet er. Wenn die Diode in den Bereich kommt, dann entsteht dieser kleine Knick. Wir schauen uns jetzt mal ohne Klick an und dann werden wir auch sehen, wenn wir in XY-Betrieb kommen, dann sehen wir hier unten, ist also diese Spannung noch nicht erreicht. Jetzt erhöhe ich die Amplitude und da kommt dieser 10er-Effekt zustande. So, dann folgt jetzt noch ein LDR. Das ist ein lichtempfindlicher Widerstand. Den tausche ich jetzt mal hier aus. Also ich stecke jetzt ein LDR an die Stelle, wo die Z-Diode war. Man sieht schon, das ist so eine geschwungene Kennlinie. Auf dieser Seite ist der LDR-Widerstand lichtempfindlich. Wenn ich das abdecke, wird sie schwächer. Und ich beleuchte die jetzt mal mit einer Taschenlampe. Man sieht, die Kennlinie wird steiler. Das heißt, es fließt ein größerer Strom. Und so ist er direkt von der Taschenlampe beleuchtet, der LDR. Und so wird er weniger beleuchtet.
Schauen wir uns nochmal an, wie das Dualsignal aussieht. Und zwar einmal im wenig beleuchteten Zustand. Und jetzt beleuchte ich mal. Und da sieht man, dass sich da der Strom verändert. Ich habe statt Leuchtdiode, Z-Diode und LDR jetzt mal einen Kondensator an dieser Stelle gesteckt und da entsteht hier ein Kreis. Dieser Kreis ist aber abhängig von der gewählten Frequenz. So senke ich die Frequenz und so erhöhe ich die Frequenz. Man kann hier auch nochmal die einzelnen Spannungen sehen. Die eine Spannung, Schemmel 1, Spannung 2 und die beiden Spannungen zusammen. Und dann sieht man auch die Phasenverschiebung zwischen den Spannungen. Danke fürs Zuschauen.